Back from the dead. So, bevor wir in den Shop schauen, einen kurzen Blick auf unseren Sponsor der heutigen Episode, App Bounty. Mit App Bounty könnt ihr kostenlose Giftkarten für Amazon, iTunes, Xbox, PSN und vieles mehr bekommen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch unten das App runterzuladen und in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Benutzt den Code DVS, der steht für meinen Namen, Daniel Van Snipes, also DVS benutzen. Damit bekommt ihr 50 freie Credits zu Beginn. Weitere könnt ihr dann sammeln, indem ihr Apps runterladet, die für 30 Sekunden sozusagen öffnet. Könnt ihr wieder runterschmeißen, wenn ihr die nicht möchtet. Und sammelt so Credits, könnt diese Credits umwandeln dann in diese Giftkarten. Dienstag, der 20. November 2018 und willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shop. Und der Shop ist heute übelst verrückt. Ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein. Und ihr seht schon, Red Knight ist wieder drin. Weird auf jeden Fall. Zuletzt vor 34 Tagen drin. Also jetzt, also wer es nicht mitbekommen hat, jetzt ist der Skin nicht mehr selten. Ich weiß nicht, ob man den noch empfehlen kann, muss ich sagen. 2000 V-Bucks ist auch eine Menge Kohle. Und ja, wie gesagt, vor 34 Tagen das letzte Mal drin. Kommt natürlich mit der Crimson Axe, die ja dann später nochmal hinzugefügt worden ist, zu dem Set. War ja ganz zu Beginn, als dieser Skin rausgekommen ist, nicht dabei. Und ja, ihr seht schon, als zweites haben wir den Bright Gunner am Start für 1500. Der war zuletzt vor 56 Tagen drin und ja, ist somit auch das seltenste Item heute im Shop. Natürlich nicht ganz allein, der kommt natürlich hier mit dem Backpack auf dem Rücken. Ihr seht schon, was ein bisschen komisch auch war, ist, dass das Backpack ja eigentlich zu Bright Bomber gehört. Weil der hat hier vorne ja diesen Teddybär und hinten gibt es ja dieses Einhorn und das sehen wir jetzt gleich. Denn Bright Bomber ist natürlich auch wieder drin. Die hat natürlich hier vorne dieses Lama drauf. Bisschen komisch irgendwie, dass das so vermixt worden ist. 1200 V-Bucks für die hier. Die war zuletzt vor 7 Tagen drin. Und passend da ist natürlich nochmal Rainbow Smash am Start für 1500. Auch vor 56 Tagen ist das letzte Mal drin. Mit dem Bright Gunner die Items, die das letzte Mal drin waren. Und was mir gar nicht aufgefallen ist, die Augen verfolgen einen. Seht ihr das? Holy shit, das ist ja mega gruselig. Und so sieht es ein bisschen doof aus, muss ich sagen. Oh, geil. Aber ist schon ein bisschen komisch, oder? Dass die Augen, das ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Müsst ihr mir mal runterschreiben in die Kommentare, weil ich habe die Axt gar nicht. Wie das ist, wenn man läuft. Gucken die Augen einen die ganze Zeit an oder gucken die Gegner an? Würde mich mal interessieren. Ist mir nämlich noch nie aufgefallen im Spiel. Absolut weird auf jeden Fall die Sache. Ja, dann kommen wir zu den Dailies. Da haben wir Rusty Rider drin, den Gleiter. Der war zuletzt vor 32 Tagen drin. 1200 V-Bucks. Ja, gehört zum Storm Scavenger Set und ist natürlich so ein bisschen rockermäßig angehaucht, natürlich auch mit dem Auspuff und so weiter und so fort. Dann haben wir den Grill Sergeant drin, der gute, der ja auch mal verbuggt war. 800 V-Bucks für den hier, zuletzt vor 32 Tagen drin. Jetzt, wo das ganze Thema ja so ein bisschen in Richtung, ja, wie gesagt, Pizza gegen Burger geht. Die Gerüchte sagen, jetzt kommt jetzt auch noch eine Chicken-Restaurant-Kette hinzu. Da gibt es ja so einen Skin, der geleakt worden ist, ein paar Anhaltspunkte auf der Map. 800 V-Bucks für den guten Herrn hier. Diecast ist am Start für 1200, war zuletzt vor 55 Tagen drin. Also auch eigentlich recht selten. Beziehungsweise schon ein bisschen länger her, dass er drin war. Selten ist es jetzt nicht unbedingt. Und so viele Leute sehe ich auch gar nicht mit dem Steel Set rumlaufen, muss ich sagen. Vor allem nicht mit der männlichen Version. Ja, und das ist komplett neu. Und zwar die Axe mit Punkten dazwischen. Ist ein bisschen komisch, denn die gehört zum Aim Set. Ihr wisst ja, Aim ist ja der Skin, den man freigeschaltet bekommen hat. Eben den Sound hören. Ja, der Schwung hört sich nicht schlecht an, der Aufprall geht so. Ist ja von dem Skin, den ihr freigeschaltet habt, wenn ihr die 7 Wochen gemacht habt, die 7 Aufgaben. Ja, ich weiß nicht. Ist ein bisschen weird, dass man da tatsächlich nochmal eine Axt für verkauft, sage ich mal. Dass das nicht irgendwie da drin ist, was man da irgendwie freischalten kann durch eine Challenge oder sowas. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Ist ein komischer Zug von Epic auf jeden Fall, nochmal extra ein bisschen Geld zu machen, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen weird, ganz ehrlich. Und ja, kommen wir zu den beiden Emotes, angefangen mit Jubilation für 200, war zuletzt vor 25 Tagen drin. Und Living Large für 500, auch ein cooler Emote eigentlich. War zuletzt vor 34 Tagen drin, auch ziemlich nice, muss man sagen. Ja, schreibt mal rein, was euer Highlight ist. Ich bin mir da nicht so sicher, Araber Mekko, grüß bist du übrigens. Mein Highlight heute ist wirklich schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wem gebe ich das Highlight? Ich glaube, ich gebe Bright Gunner heute mein Highlight. Das ist ein Skin, der eigentlich kaum genutzt wird. Bright Gunner gebe ich mein Highlight. Schreibt mal an, was ihr dem geben würdet. Oder oben auf dem i, das haben wir auch ganz neu jetzt, oben auf dem i. Da kann ich mal 5 Namen reinpacken. Natürlich nicht alles, aber 5 Stück kann ich reinpacken. Könnt ihr gerne abstimmen. Und ja, dem ganzen Shop gebe ich heute mal eine 5 von 10. Schreibt mal rein, was ihr dem Shop geben würdet. Ich bin nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen, von gar nichts, was drin ist. Und ja, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da, lasst ein Sub da, würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.